Hallo und herzlich willkommen hier zu Candle. Wir sind wieder mit dem kleinen Teko unterwegs auf der Suche nach unserem Befreier vor dem bösen Dämon. Wir haben letztes Mal das Wasser befreit. Wir haben oben dieses mechanische Ding in Bewegung gebracht. Und jetzt schauen wir doch mal, was sich hier unten getan hat. Es hat sich mal so rein gar nichts getan. So, wo können wir denn ansonsten hin? Dann gehen wir nochmal zurück. Der Frosch wartet immer noch darauf, uns verschlingen zu können. Und es könnte gut sein, dass ich heute ab und zu mich so anhöre, als ob ich einen Frosch im Hals hätte. Liegt daran, dass ich das Wochenende nicht ganz so gut überstanden habe. Leichtes Kratzen im Hals. Aber wir sollten doch jetzt irgendwie in der Lage sein, mit dem Wasser etwas anfangen zu können. So, und wie machen wir das? Können wir vielleicht... Fängt uns das Wasser auf, dass wir keinen Fallschaden nehmen? Oder können wir auf die... Ah, wir können vielleicht auf die Klappe springen. Das könnte natürlich gut möglich sein. Dass wir es jetzt teilen, dass man jetzt drauf springt. Das kann doch gar nichts werden, oder? Einmal kurz und jetzt lang. Okay. Das war's nicht. Vielleicht müssen wir ein bisschen weiter hinten, ein bisschen später noch abspringen. Jetzt nochmal ausprobieren. Jetzt! Hoch, 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 hoch! Geschafft! Super! Und der kleine Teko darf sich nach unten bewegen. So, ich habe jetzt irgendwie Angst, dass wenn ich mich da runterfallen lasse, ich direkt in eine Falle lande. Nee. Oh nein, wir haben wieder einen Frosch! Aber wir haben ein Seil. Und den Frosch... Okay, also schnell bewegen und. Okay. Ah! Unsere Flamme. Wir können unsere Flamme entzünden. It was a Wakcha warrior. But unfortunately there was no trace of the shaman. It's possible that the main group had gone on ahead. He had to be careful. They were very dangerous. Mhm. Die gefährlichen Dämonen. Sollten aber jetzt für uns erstmal keine Gefahr darstellen. So, wir wollen erstmal hier kurz rasten. Und wir gehen auf einen neuen Stand. So. Jetzt ist die Frage, können wir dem Frosch wieder entgegenkommen? Ach, wisst ihr was? Wir machen es einfach so, dass wir erstmal versuchen, unsere Feinde auszulöschen. Dazu müssten wir eben aber... Wie lange verbleibt er dort? Schon eine ganze Zeit lang. Also eigentlich könnten wir ihm schon hinterher sneaken. So, das probieren wir jetzt direkt mal aus. Und werden wahrscheinlich direkt erstmal sterben. So, da ist er. Komm, weiter. Die Musik ist mal sehr schön dafür, dass wir uns nicht unbedingt... Dafür, dass wir uns in Gefahr begeben. Hat trotzdem eine sehr angenehme Musik. Ernsthaft? Das heißt, der Zweite hat uns gesehen? Hat uns der Erste gesehen oder hat uns der Zweite gesehen? Ich weiß es gar nicht. Eine andere Methode wäre... den Bogen dazu spannen. Dann würden wir ihn einfach erschießen. Das heißt... Ah, das ist der Auslöser. Okay. Gut zu wissen, was können wir hier machen? Hey, sterben! Genau. Okay, also wir laufen jetzt erstmal mit der Fackel zurück, würde ich sagen. Wir haben unsere Fackel und... Eins... Und zwei. Und hoch. Hoch. Ja. Ach, wo rennt er denn hin? Er hat Angst? Hat er auch Angst, wenn wir runtergehen? Vielleicht frisst er uns auf. Ach, die Frösche haben Angst vor Feuer. Ah, gut zu wissen. So, was machst du? Ah. Okay.
Und jetzt haben wir das Problem, dass da unten unser Feuer ausgehen könnte wahrscheinlich, wenn wir jetzt zum falschen Zeitpunkt da runterlaufen. Aber das sollte eigentlich ein einfaches sein. Das ist ja schön gemacht. Also das ist wirklich schön gemacht. So, jetzt kam die lange Pause. Wo, wen haben wir denn da hinten? Den kleinen Holzmann. Und direkt mal abgesnackt. Der gehört uns. Stattdessen, dass man diese schöne Landschaft, gebildet von irgendwelchen Völkern, so lässt, wie sie ist, werden wir uns alles erstmal aneignen. Wir haben eben gefunden das Seil. Es war rau und dreckig, ein Stück Seil, das jemand vergessen hatte. Es war daher nicht geeignet, um weit entfernte Orte zu erreichen. Und dann den kleinen Figur, den kleinen Holzmann. Das ist eine Schamanin. Figur einer Schamanin. Eine kleine Figur aus Holz und in der Form einer Schamanin. Die Arme waren beweglich und konnten in drei Positionen ausgerichtet werden. Der Sockel schien für eine Fassung gemacht worden zu sein. Okay. Die Fassung haben wir aber, glaube ich, bisher noch gar nicht gesehen. Aber wir können jetzt erstmal unten unsere Feuerstelle anmachen. Wir hatten am Anfang des Levels ein kleines Holzköpfchen, das wir anzünden konnten. Und da werden wir jetzt mal hingehen. Und den Frosch werden wir gleich erstmal wegscheuchen. So. Einmal. Hoch, hoch, hoch. Hier ist er doch. So. Und jetzt? Ach so, das ist einfach nur ein Ort, an dem man seine Fackel dann immer wieder entfachen kann. Haust du ab? Ja, okay, er frisst uns nicht. So, jetzt sind wir woanders. Hier waren wir bisher noch nicht. Oh, was ist denn hier los? Eine Pflanze. Hier können wir unser Feuer erstmal wieder entzünden. Aber ich habe Angst, dass die Pflanze explodieren, wenn wir vorbeilaufen. Und da oben ist ein kleiner Dämon, der einen von unseren oder von einem Volk gefangen hält. Wie können wir dir helfen? Okay, sie zeigt nach da. Ach, wir können sie direkt befreien. Ich glaube, wir müssten zuerst irgendwas holen. Okay, sie kann sich nicht wehren. Und er kommt immer näher. Und er hat ihren Schlüssel geklaut. Okay, also brauchen wir ihren Schlüssel. Und er hat ihn ins Boot reingelegt. Oder brauchen wir den Schlüssel, um das Boot... From the looks of it, the Wakcha warrior had taken the windmill and chained up the boat to prevent anyone from following them. Ah. Teku had to get the key. Ja. So viel habe ich auch schon begriffen. Müssen wir das besorgen? Wir müssen ihr eine Münze geben. Zwei Münzen. Eine Bronze und eine Silbermünze. Ah, sie ist also eine Fährin. Okay. The old lady asked Teku for two coins in exchange for the trip. Es reicht nicht, dass wir sie befreit haben. Sie möchte auch noch Geld, damit sie uns befördert. Und hier ist das Brot, welches versiegelt ist. Ja. So, dann schauen wir mal. Sie verfolgt sie uns jetzt die ganze Zeit? Ich hoffe nicht. Viel zu auffällig. Ui, wo kommen wir denn da raus? Das ist ja schön gemacht. Boah, das ist ja richtig nice. Wir können uns in mehreren Ebenen bewegen. Ein sehr, sehr schneller Trip. So. Einmal kurz zwischenspeichern. Jupp, hier rein. Und was können wir nehmen? Etwas Moos. Und das Moos
ist rotes Moos. Diese Moosart wurde für viele Rituale genutzt. Es gab sie in verschiedenen Farben und sie alle erzeugten sehr intensiven Rauch, wenn man sie verbrannte, üblicherweise in der Farbe des verbrannten Mooses. Also wir können roten Rauch herstellen und ich gehe mal davon aus, dass wir hier drinnen roten Rauch herstellen können. Und zwar legen wir jetzt mal das Moos hier rein. Und wir haben hier noch gelbes Moos und blaues Moos. There was a banner with symbols painted on the canvas. The only one that could be seen above the rock showed a leaf. Perhaps it was a clue. Aber die Pinsel haben noch keine Farbe an sich. So, einmal gelbes Moos und blaues Moos. So, damit müssen wir doch die drei Grundfarben haben. Das heißt, es ist uns hiermit möglich, eine Menge weiterer Farben herzustellen. Was passiert denn, wenn wir das jetzt einfach mal anzünden? Dann machen wir mal eine Probe. So, wir wollen einmal roten Rauch haben. Passiert irgendwas? Es passiert gar nicht. Okay, dann machen wir das mal so. Eigentlich sind Blätter grün. Also könnten wir einfach mal versuchen, aus Gelb und Blau die Farbe Grün herzustellen, da Blätter grün sind. Ha! Okay, Wasser ist relativ simpel. Dann nehmen wir Blau. So, endlich mal Rätsel auf einem Niveau, die ich lösen kann. Und wir haben das Feuer. Relativ einfach. So. Und einmal anzünden, bitte. Oh, es tut sich nichts. Das heißt, wir liegen falsch. Oder können wir schon hochhüpfen? Wenn es nicht rot ist, dann werden wir einfach die letzte Kombination ausprobieren. Die besteht aus Rot und Blau, um Lila auszuprobieren. Oder Rot und Gelb, um Orange herzustellen. Ich bin der Meinung, wenn man alle drei Farben kombiniert, kommt da nicht sowas wie Braun raus. Und einmal bitte anzünden. So, jetzt haben wir Orange hergestellt. Orange ist die Farbe des Feuers, okay. So. Fällt es auf uns runter? Schnell. Und weiter geht's. Wir sind in einer Behausung. Und wir können hier oben nicht dran. Okay. Was ist hier? Fallen wir da rein? Ne, einfach nur ein Holzstab. Und hepp. Und hepp. Ja. Oh. Funktioniert das? Okay, er hatte keine Lust zu springen. Der kleine Tegu hat sich gedacht, ich lasse mich einfach mal fallen. Nochmal? Ja, okay. Geklappt. Noch eins rüber. Oh, da ist was. Oh, zu spät gesehen. Das war's? Oh. Schade. Da wurden wir wohl etwas aufgefressen. Aber ich konnte sehen, dass man hier... Da oben... Kann man da was reinschießen? Ist das dieselbe Höhle? Haben wir bloß so reinschießen? Nee, haben wir gar nicht. Wir hatten ein Seil. Die Figur. Wir haben aber immer noch nichts. Okay, verstanden. Alles klar. Also wir müssen hier oben die Kiste runterlassen, damit wir an den Hebel kommen. Aber wie kommen wir an der Krake vorbei? Einmal nach oben. Einmal nach links. So, und hier sind wir. Und wie schaffen wir es, hier vorbeizukommen?
Wir haben den Pfeil, den Krug, den Stein und die Schamanen. Der Käfer? Was macht der Käfer? Was können wir den fangen? Ja. Ah. Und schnell. Sie ist beschäftigt. Ja, wir haben es geschafft. Zack. So. Und wir haben die Kiste. Und nun ziehen wir die Kiste. Ne, wir ziehen die Kiste nicht. Schieben wir die Kiste? Schieben auch nicht. Vielleicht sollte ich auch gedrückt halten, um zu schieben. Und wir können den Hebel benutzen. Und mach dich lang. Ah. Huch! Wer bist du denn? Na, Kleine? Bist du ein Händler? Was ist das denn? Ein Trinkbecher? Sie hat mehrere Sachen gefunden. Sehen alles aus wie Tassen. Trinkbecher, Tassen, ein Pokal. Und sie verkauft sie jetzt. Okay, sie ist also eine Sammlerin, die uns ihre Fundstücke verkaufen will. Teku could ask him about some of the things he was looking for. Eine ähnliche Figur wie unsere? Steht die hier irgendwo oder wollen wir sie einfach nur fragen, was unsere Figur ist? Oder eine Münze? Mhm. Wir können craften. Sie kann craften. Sie kann wild mit den Händen rumfuchteln. Sie kann zaubern. Sie hat nicht die Flamme, um die Kiste zu öffnen, kann das sein? Dann lasst uns doch mal helfen. Vielleicht kriegen wir dafür ja irgendwas. Oh. Okay. Ein weiteres Mini-Rätsel. Wir können die verschiedenen Kreise auswählen. Und wir haben eine Theatersequenz. Erinnern wir etwas an The Inner World. Und zwar haben wir hier im äußersten Kreis die Möglichkeit, die Scheibe zu drehen. Und nichts zu verändern. Ah! Okay, ich gehe davon aus, wir müssen der Dame auf der linken Seite die Waffe zukommen lassen. Und dazu müssen wir sie erstmal von dem Monster entfernen. Kann das sein? Der rote Ring steht für das Monster, der blaue Ring steht für die Dame und der gelbe Ring steht für die Waffe. Okay. Das heißt, die... Huch, da bewegt sich ja alles. So, jetzt bleibt das Monster stehen. Die Dame bewegt sich von dem Monster weg. Und die Waffe geht nach oben oder nach unten? Ja. Huch! Weg ist er.
Nochmal ein Versuch. Also wir benötigen die Waffe weiter auf der linken Seite. Das heißt, die Waffe muss... Ach, die Waffe kann nur runter oder hochgenommen werden. Okay. Das heißt, wir wollen sie wieder oben haben. Wir wollen das Monster aber weiter weg haben. Jetzt ist die Waffe oben. Das Monster ist weiter weg. Jetzt ist die Waffe... Nee, jetzt ist die Waffe... Hey! So. Das Monster geht weg, die Dame geht hin, die Waffe geht hoch. Das gefällt mir. Jetzt müssen wir noch die Waffe zum Stehen bringen. So. Warum greift sie nicht nach der Waffe? Naja, wir haben unsere 21 Minuten voll. Wie wir an die Waffe kommen und wie wir das Monster besiegen werden, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Lasst mir ein Feedback da. Wir sehen uns. Ciao.